Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu einer Sonderausgabe von Was tut sich im deutschen Film zum Lichterfilmfest, das wir natürlich wie in jedem Jahr hier bei uns auch beherbergen. Wir freuen uns sehr, Spielstätte zu sein dieses wunderbaren Festivals. Und in dem Fall passt es halt auch ganz super, denn gemeinsam machen das Lichterfilmfest und das Deutsche Filminstitut auch einen Kongress zur Zukunft des deutschen Filmes jetzt in dieser Woche im Zoo. Und umso schöner, dass wir das jetzt auch in so einer Veranstaltung wie der heutigen zusammenführen können. Was tut sich im deutschen Film? Wir machen das einmal im Monat, suchen uns immer einen, wie wir finden, besonders herausragenden aktuellen deutschen Kinofilm aus, um dann den Regisseur, die Regisseurin einzuladen. Im Anschluss an den Film gibt es ein ausführliches Werkstattgespräch, wie immer mit einem Autor von EPD Film. Das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift mit Sitz in Frankfurt zum Thema Film. Ulrich Sonnenschein wird das Gespräch heute führen und da freuen wir uns auch sehr darauf. Das Ganze heute als Dreierkooperation, wie gesagt, mit dem Lichter Filmfest. Und ich möchte gar nicht viele Worte vorweg machen. Es gibt wie immer keine Werbung oder dergleichen, sondern einen thematisch passenden Vorfilm. Falls er Ihnen nicht gefällt, ich habe ihn ausgewählt, bin dann schuld, Zweifel. Der Film heißt In a Nutshell. Er ist 6 Minuten lang, stammt in dem Fall aus der Schweiz von Fabio Friedli und hat schon einige Preise gewonnen, international tatsächlich. Ist ein sehr aktueller Film, der auch noch aktuell tourt auf internationalen Festivals. Genießen Sie erstmal den und dann stelle ich Ihnen gleich Marie Wilke vor. Viel Vergnügen. Ja, das war In a Nutshell von Fabio Friedli und ja, jetzt habe ich die Freude, Ihnen die Regisseurin des Hauptfilmes vorzustellen. Der Film heißt Aggregat, Marie Wilke. Sie hat zuerst in Bozen studiert, Regie und Montage, dann an der Universität der Künste. Sie hat vor allen Dingen viele tolle Dokumentarfilme auch schon gemacht in dieser Zeit. Staatsdiener war ihr Vorgängerfilm über die Polizeiausbildung in Sachsen-Anhalt. Ein ganz spannender Film, der beim Filmfest München Premiere hatte, daher kennen wir uns und jetzt freue ich mich sehr, dass sie mit dem Nachfolgefilm hier ist. Marie Wilke, willkommen in Frankfurt. Hier ist dein Mikrofon. Ja, Marie, mit dem Film warst du jetzt auf der Berlinale, Aggregat. Erzähl mal, wie lief der da, wie waren die Eindrücke? Also die Berlinale war toll für den Film, glaube ich, einfach auch deshalb, weil er natürlich dadurch sofort ein sehr großes Publikum gefunden hat. Also einfach auch schon die Premiere waren, glaube ich, über 600 Leute. Also es war, ist natürlich immer aufregend, einen Film zum ersten Mal zu zeigen und dann gleich in so einem Rahmen ist natürlich was ganz Besonderes. Es war schön, spannend. Du hast besondere Ansätze des Dokumentarfilmmachens, darüber werden wir später noch viel reden. Vielleicht ist noch ganz interessant, du hattest ganz spannende Lehrer gehabt und unterrichtest jetzt selbst. Was hast du so für einen Ansatz, wenn du selbst an Filmhochschulen unterrichtest? Gibt es da etwas, wie man das zusammenfassen kann oder ist das zu groß, diese Frage? Also ich unterrichte an verschiedenen Schulen, war 10 Jahre lang in Babelsberg in der Filmhochschule und ich muss sagen, dass ich kann auch nach den 10 Jahren nicht beantworten, so muss man Film unterrichten. Also es ist sozusagen, jeder braucht wieder was anderes. Also viel machen, viel sozusagen begleiten ist so ein Kern, würde ich sagen. Gibt es einen Lehrer, der dich besonders geprägt hat? Weil du hast ja Harun Farocki gehabt, Jutta Brückner, Klaus Wildenhahn hast du mir vorhin erzählt. Wer ist vielleicht der prägendste für dich? Vielleicht zum Beispiel Klaus Wildenhahn, der Direct Cinema, der deutsche Direct Cinema Pionier, weil über ihn bin ich eigentlich überhaupt zum Dokumentarfilm. Also ich kannte nicht so viele Dokumentarfilme, habe dann Sachen von ihm gesehen. Es hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, das muss ich auch machen. Das ist dir auf jeden Fall gelungen. Wir werden es uns jetzt anschauen. Großen Applaus, Marie Wilke, und viel Spaß bei Aggregat. Bis nachher. Schönen guten Abend auch von mir. Schön, dass Sie noch da sind, dass Sie auch da bleiben. Eigentlich wollte ich diese Frage als letzte stellen, aber der Vorfilm hat mich davon überzeugt, dass es einen gewissen Erklärungsbedarf gab. Denn über den Titel Aggregat verbindet sich für mich dieser kleine Vorfilm ganz besonders mit dem Film. Warum Aggregat? Ich muss sagen, dass die Titelfindung war sehr schwer, weil ich irgendwie ganz, bei meinem vorigen Film war es ganz leicht und hier war es so, dass ich Titel hatte, die dann zu beschreibend waren oder zu sehr einen Aspekt betont haben, aber der Film besteht ja aus vielen Teilen und ich wollte dieses, das ist mir dann irgendwann aufgegangen, dieses
die vielen Teile, die aber eigentlich eben kein System sind, sondern auch teilweise, wie man sieht, unverbunden sein können, irgendwie umschreiben. Und dann erschien mir dieses Wort irgendwann sehr passend. Also es ist nicht nur die Aggregatzustände, flüssig, fest, gasförmig, sondern Aggregat bezeichnet auch einen Zustand der Vielfältigkeit, der vielen kleinen Teile nebeneinander, was wie gesagt in dem Vorfilm wunderbar zur Geltung kam. Genau, also ich finde ich mag das auch, dass es gar nicht so ist. Man muss auch gar nicht vielleicht unbedingt gleich wissen, was es ist. Also man kann was assoziieren wie Aggregatzustand, aber es gibt ja auch, ich habe auch immer erst an was wie eine Maschine gedacht, wie eine große Maschine, aber es hat halt verschiedene Definitionen, das hat mir gefallen. Also ich habe auch erst gedacht, Aggregatzustand, also wie ist der Zustand dieser Republik sozusagen bis zum Ende sogar. Und dann ist man aber natürlich damit nicht zufrieden. Und wenn man ein bisschen recherchiert nach dem Begriff, dann kommt man auf diese Vielfältigkeit. Das war bei, du hast deinen ersten oder deinen letzten Film erwähnt, Staatsdiener, natürlich anders, weil der Titel war schon auch eine Bezeichnung dessen, was da passiert. Warum wolltest du das hier nicht? Das war jetzt, also hier, ich hatte verschiedene Sachen, weil ich sozusagen, ich habe dann über das Titelsuchen gemerkt auch, dass der Film ja genau das ist, dass er eben jetzt nicht fassbar ist in einer Beschreibung oder so, sondern er ist ja gerade, teilweise will ich gar nicht vorgeben, wie man die Sachen zusammen assoziiert, die Szenen, die man sieht, und ich wollte eben eigentlich genau dieses, ja, diese Teile beschreiben, genau. Der Film ist ja auf eine Art und Weise dokumentarisch hoch zwei sozusagen. Also es gibt eine unglaubliche Zurückhaltung des Mediums, der Kamera, der Regisseurin. Es gibt, soweit ich gesehen habe, keinerlei, auch im Schnitt oder in der Kombination, keinerlei Meinungsäußerung, sondern es gibt sozusagen ein ganz knallhartes Diktat des Dokumentarischen. Das war sozusagen, war das deine Absicht oder ist das irgendwann so entstanden in den Dreharbeiten? Also die Form des Films entspricht dem, was mich interessiert, kann ich vielleicht sagen, oder was meine Haltung dem Gegenstand gegenüber ist. Also ich kann das, für mich ist es natürlich, ist ja eine hochsubjektive Auswahl, also teilweise die Szenen, die man sieht, dafür haben wir teilweise ja einen Tag lang oder mehrere Tage gedreht, und natürlich könnte man sagen, das ist ja nie, also sowas gibt es ja nicht, das ist ja eine Auswahl, und sozusagen während des Drehs bin ich dann eigentlich, ich und der Kameramann, wir sind ganz aufmerksam und besprechen eigentlich fast nahezu die gesamte Zeit über, welches ist jetzt das richtige Bild. Also das ist ja auch immer eine Auswahl, in der man sich positioniert. Ja, die beste Auswahl ist die, die man nicht als Auswahl wahrnimmt. Das stimmt. Also ich würde sagen, die Bildgestaltung, dass dieses zurückhaltende Element, das war immer ganz wichtig. Aber natürlich drückt sich ja auch eine Distanz zum Beispiel durchaus aus. Also es gab dann oft sowas, dass ich das Gefühl hatte, wir sind viel zu nah, wir sind gar nicht, was ist jetzt gerade, es ist ja immer dieses, man steht da und muss überlegen, was ist im Moment gerade wichtig, worum geht es eigentlich? Und das die ganze Zeit, und daraus wird das Bild generiert. Und das ist die Arbeit für mich. Aber das ist eben das, was mich interessiert. Also da steckt ganz viel von meinem Interesse drin. Aber was mich eben jetzt nicht so interessiert als Filmemacherin, ist da jetzt noch irgendwie, also vielleicht könnte man sagen, mich interessiert jetzt nicht so wahnsinnig, ja klar habe ich irgendwie eine Meinung, die jetzt da noch drunter zu sprechen, wüsste ich jetzt nicht, was da so, also es interessiert mich nicht so. Auf den Off-Text kommen wir noch, weil es gibt ein Bild, wo genau das, was du gerade gesagt hast, auch im Bild deutlich wird. Das ist diese Szene, wo Kameras und Mikrofone den Zugang zu dem Sprecher verdecken. Mhm. Und du sozusagen mit deiner Kamera und deinem Team dahinter stehst und den Ton mitnimmst von demjenigen, der spricht, aber man sieht ihn nie. In dieser Schrebergartenanlage. Ah, ja. Das heißt also, da ist die größtmögliche Distanz zwischen dir und demjenigen, der spricht. Und da habe ich auch gedacht, das ist jetzt wahrscheinlich, um das Konzept zu erklären, weil normalerweise würde man sagen, da sieht man ja gar nichts raus mit dem Take. Du meinst jetzt das, wo das ganze Kamerateam vor ihm steht? Ja, genau. Na, zum Beispiel in der Szene sieht man ja ziemlich deutlich, dass mein Fokus auch auf jeden Fall auch auf dieser Situation war, dass dieses Kamerateam und der Karamba Diaby interagieren, und das ist um dieses Mediale, also es ging, das ist eben der Punkt, also dann geht es in dem Moment eben nicht drum, der spricht, also müssen wir zu dem, sondern eher um diesen Aufbau, also klar. Und es ging weniger darum zu zeigen, dass du dich distanzierst mit deinem Medium.
Also ich würd es gar nicht so ausdrücken, dass ich mich bewusst distanziere. Ich finde immer ganz gut beschreibend, wie ich jetzt arbeite, ist die richtige Distanz finden. Und richtig heißt es in dem Moment eine subjektive Auswahl. Also dass ich zum Beispiel, ich kriege so richtig körperliche Schweißausbrüche, wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch gar nicht an jemandem nah, ich bin dem gar nicht nah und drücke dem mit einer Kamera aufs Gesicht, das stimmt nicht in dem Moment. Also warum soll ich den Bildfüllen zeigen, wenn das gar nicht die Situation ist, die spannend ist? Die Kamera ist sehr wenig bewegt. Also sie steht an den meisten, wenn nicht überhaupt ganz, steht sie immer fest, was in einer der Schlussszenen eklatant wird, wo die gezeigten Personen ein lustiges Bild sehen, wir aber nicht, weil die Kamera eben nicht dahin schwenken kann. Warum diese starre Kamera? Also für mich, das sieht man ja, für mich ist halt, ich finde die Bilder immer spannend, die sowas, ein bisschen was von der Bühne vielleicht haben, wo sich was abspielt, wo ich aber eben sozusagen als Zuschauer, ich habe die Freiheit in diesem Bild, auch dadurch, dass sie ja oft recht lange stehen, hat man als Zuschauer, glaube ich, die Freiheit, sich auch in dem Bild frei zu bewegen. Ich gebe ja nicht ständig vor, wo man jetzt nah hingucken soll oder so. Und gleichzeitig ist eine gewisse Begrenzung da, weil ich finde das schon, in dem Moment hat mich halt interessiert auch zum Beispiel, wie die reagieren und nicht, was die, also da muss, das ist eine Entscheidung sozusagen zu sagen, um das, darum geht es ja jetzt nicht, wie dieser Chihuahua aussieht. Also das ist in dem Moment eine Entscheidung, da zu bleiben, ja. Was ich auch spannend fand oder auch unterschwellig witzig, war, du hast eine Form, die sehr stark an Schulfilmmaterial erinnert, an didaktische Filme, diese Schwarzblende, die Einteilung in Kapitel, die sehr klar voneinander getrennt sind. Am Anfang sogar diese didaktische Einführung in den Bundestag und am Ende mit der Demokratie. Also du hast das Spiel mit dem Didaktischen. Ist das ironisch gemeint oder ist es schon auch didaktisch zu verstehen? Also da muss ich jetzt gestehen, also Didaktisches habe ich da jetzt nie, das wäre mir dazu jetzt nicht eingefallen. Also diese Entscheidung, dass dieses Kapitel, dass es so Kapitel werden, die fiel dann im Schnitt, als mir klar wurde, dass es sozusagen, wenn es diese ganz klaren dass es sozusagen dadurch noch klarer Fragmente werden und sich nicht, wenn man die nicht hat, diese Kapitel, dann entstehen so Bezüge zwischen den Szenen, die teilweise gar nicht, also die einem eher verwirren, finde ich. Also ich fand, es musste noch mehr für sich gestellt werden. Daher diese Struktur mit den Schwarzbildern. Der Off-Kommentar, das ist ja ganz oft bei Dokumentarfilmen, die fürs Kino gemacht sind. Also im Fernsehen gibt es das fast gar nicht. Da ist jede Dokumentation mit einem Off-Text versehen. Im Kino ist genau umgekehrt. Da gibt es so eine Art ungeschriebenes Gesetz. Böse darf man nicht. Gerade bei so einem Film, glaube ich, ist ganz viel erklärungsbedürftig. Darauf verzichtest du. Warum? Also wenn du sagst, es ist erklärungsbedürftig, dann würde ich sagen, ich finde es nicht erklärungsbedürftig. Also das ist ja auch wieder die Frage. Also mir ist durchaus bewusst, dass der Film ein Film ist, der Zuschauer eher auch, ich will jetzt nicht sagen allein lässt, aber der was gibt und damit muss ich was machen. Also wenn man sozusagen, es wird nicht sehr viel gegeben. Also es gibt ja durchaus Filme, die mir mehr anbieten, wo ich mich eher ein bisschen zurücklehnen kann. Also ich glaube, wenn man das bei dem Film macht, dann gibt der einem nicht besonders viel. Dann denkt man nur daran, was man alles nicht kriegt. Aber also ich als Kinogeherin finde das halt sehr spannend, dass ich was kriege, womit ich selber was machen kann, was ich selber verbinden kann. Also das ist eher der Ansatz, würde ich sagen. Und da ist jetzt wieder die Frage, was müsste man erklären? Also ich meine, ja, also ich finde es nicht, aber also ich möchte jetzt ungern in die Rolle kommen, dass ich jetzt den Film erkläre oder das, was dazu erklären wäre. Interessant ist ja, dass hier Positionen vertreten werden, die bei einem, nehmen wir mal, moderat linken Publikum auf starken Widerspruch stoßen und du aber dich nicht zu einer provokativen These oder zu einer Meinungsäußerung oder zu einem Kommentar hinreißen lässt. War das schwierig? Hast du nicht manchmal gedacht, verdammt nochmal, ich möchte jetzt nochmal sagen hier, das ist doch kompletter Unsinn, was die da erzählen? Nee, also ich traue es dem Publikum absolut zu, sich da selber dazu eine Meinung zu bilden. Also ich finde ja eher diese Haltung problematisch, wenn ich jetzt, das wäre ja von mir sehr didaktisch, wenn ich jetzt denken würde, dass das Publikum das nicht schafft.
Also das ist ja dann fast, das ist ja eine Unmündigkeit des Publikums dann, wenn das Publikum nicht in der Lage ist, sich selber eine Meinung zu bilden zu dem, was es hört. Weil, und ich muss es sagen, weil sonst besteht die Gefahr, dass Leute in irgendeiner Form, also so ein Bild habe ich nicht von Menschen. Und ich glaube auch eher, dass wer vielleicht denkt, er braucht es, der so, dann wäre es eher gut, wenn er vielleicht zu dem Schluss kommt, dass er es auch alleine schafft. Also da bin ich dann eher für die Mündigkeit des Zuschauers oder die setzt sich bei mir halt voraus auch. Und bei anderen auch. Es gibt so nette Konfrontationen oder Widersprüche oder wie auch immer. Also Frauke Petri sagt einmal, das macht ja dann nur die Bild-Zeitung so ein bisschen despektierlich, wo vorher immer von Lügenpresse die Rede war und damit sicher nicht die Bild-Zeitung gemeint ist. Und dann gibt es eben diese drei Redaktionskonferenzen beim MDR, bei der Taz und bei der Bild. Und diese drei Lügenpressenorgane sind strukturell unglaublich ähnlich. Also die Redaktionskonferenzen laufen sehr, sehr ähnlich ab. Das ist eigentlich ja erschütternd, wenn man überlegt, wie das Ergebnis unterschiedlich ist. Ja, ich finde es, ich habe ja selber lange beim Fernsehen gearbeitet und wenn du jetzt sagst erschütternd, da kann ich dann immer nur sagen, ja, wenn man es nicht kennt, aber ich finde es gar nicht erschütternd, sondern das ist die normale Arbeit. Also das ist ja, da wäre ja dann wieder, dann hast du ja, würde ich, also dann hat man ja schon ein Bild im Kopf, so ist es und dann siehst du, es ist nicht so, aber dann ist ja eher das Bild in deinem Kopf. Was ich eher meinte, ist diese Taz-Konferenz, da geht es um einen relativ banalen Gag auf dem Titelbild. Und das fertige Titelbild zeigst du gar nicht, das war dann am Ende ja ganz gelungen, fand ich. Aber diesen Weg dahin, der ist eigentlich ja eher albern. Und die Bild-Zeitung, die, finde ich, auf dem Titel meistens albern ist, macht eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung. Also da verkehren sich sozusagen die Vorurteile. Das war dir wichtig auch. Das war das, was ich da beobachtet habe. Ja, du hast es aber im Schnitt natürlich so hinge. Ich fand es spannend. Also es ging mir vielleicht jetzt, mein Ziel war, also zum Beispiel mit diese Panda, dieses Titel, das war einfach auch, man hat ja wirklich verschiedene Schritte mitbekommen, also was auch diskutiert wird. Und ich finde ja zum Beispiel bei der Taz, das mag vielleicht, ich finde, da werden ja zum Beispiel ganz andere Argumente auch aufgenommen. Also die diskutieren ja darüber. Es ist ja nicht so, dass jemand sagt, so wird es jetzt gemacht. Das finde ich ja zum Beispiel sehr interessant. Also da ist ja eine Auseinandersetzung und ich finde schon, dass man was erfährt darüber, nach welchen Kriterien was ausgewählt wird. Und wahrscheinlich hat die Taz eben ein Publikum, wo sie überlegen, was kommt da an. Und bei der Bild ist es halt auch so. Ich meine, was natürlich rüberkommt, ist, dass diese Form von Gleichschaltung, Lügenpresse und so weiter, was der Medienlandschaft ja allgemein vorgeworfen wird, eben nicht so ist. Mich hat tatsächlich mal jemand gefragt, wie du darfst wirklich schreiben, was du willst. Ganz im Ernst, also ganz ernsthaft beunruhigt. Das sind merkwürdige Geschichten, die da kursieren. Als du angefangen hast, diesen Film zu machen, was war da dein Ziel? Wolltest du zeigen, wie die Politik in diesem Land sich entwickelt hat? Oder wolltest du zeigen, dass es neue Rechte gibt? Was war deine Intention? Womit bist du losgezogen? Also der Kern von diesem Film war, dass ich eben früher mal noch während meines Studiums als Cutterin für Fernsehnachrichten gearbeitet habe und sehr überraschend fand und spannend, wie Informationen da journalistisch aufbereitet werden, wie wird entschieden eigentlich und was erfahren wir von Politik? Weil die Medien sind ja nun mal das, worüber man über Politik erfährt. Das war sozusagen der Kern. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich will auch noch die Seite zeigen, wie wird Politik gemacht. Und dann habe ich eigentlich ziemlich lange gesucht, auch ob es irgendwie einen roten Faden geben soll, ein Thema. Und habe dann gemerkt, auch in der Zeit, dass dieses Thema Rechtspopulismus oder auch wenn es um Demokratie geht, das ist ja auch sehr selbstreferenziell, dass dann auch Politiker anfangen, über ihre eigene Rolle zu reden. Und das hat mich dann eigentlich am meisten interessiert. Deswegen habe ich das sozusagen dann begleitet. Aber letztendlich ging es mir um diese konkrete Arbeit Politik, konkrete Arbeit Presse. Wobei das tatsächlich, wenn du das an weniger brisanten Themen aufgehängt hättest, hätte es ein ganz anderes Bild gegeben. Sicher, ja. Aber ich habe dann halt auch während des Machens probiert, dass mich schon diese grundsätzlicheren Fragen, so was Demokratie, wo findet die eigentlich statt, wie wird die eigentlich, wo zeigt die sich, wo wird die gemacht, wie bei diesem Kreisparteitag oder so, dass mich das eigentlich interessiert. Also, ja. Und die Methode, den Leuten fast bis zur Unerträglichkeit zuzuhören oder auch uns quasi damit zu konfrontieren,
das hat ja, ist ja zweischneidig. Das ist, kann, führt auf der einen Seite dazu zu sagen, ja, ich mache die Kamera nicht aus an den Stellen, wo andere schon längst geschnitten hätten. Auf der anderen Seite fordert es das Publikum sehr heraus. Ja, und lässt quasi viel Raum für viel Unsinn. Unsinn? Ja, die Leute, also die, der Rentner ganz am Anfang, der sagt, die Leute sollen sich anpassen und hier, wir kriegen nichts und die kriegen alles und solche Sätze, das ist ja alles, wie heißt, postrealistische Argumentation, postfaktische Argumentation. Mhm. Aber es gibt Leute, die das meinen. Also. Schon, aber du hörst ihnen zu lange. Mhm. Das, ist das nicht auch für dich manchmal unerträglich gewesen? Nee. Ich kann es ganz ehrlich so sagen, ich habe das nicht. Ich bin immer sehr interessiert daran, also zum Beispiel bei den Leuten auch, wo sie ihre aus ihrem Leben heraus ihre Ansichten herleiten. Und ich kann es, vielleicht ist es so mein, als Filmemacherin, ich bin ja als Filmemacherin, darf ich in dieser Situation sein, einfach zu beobachten und zuzuhören. Ich finde es unglaublich toll, was ich dabei lerne. Also, und dieses zweite Ding, ich habe das nicht so, dass ich da hingehe und sofort urteile. Also für mich ist das fast ein, ich mag das. Also sonst gibt es ja eigentlich ständig nur Situationen, die meisten Leute urteilen sehr, oder viele urteilen schnell. Ich finde das sehr spannend. Also ich habe da nicht so den Drang, gleich zu sagen, ja, der ist ja so und so. Oder vielleicht nehme ich mich da mehr zurück. Also ich nehme mich da so ein bisschen raus. Ich finde dann eher die Leute spannend eigentlich. Wie war das denn für dich als Teil eines Teams, was deutlich sichtbar ein mediales Team ist? Es gibt diese eine Szene, wo ein Kameramann wahrscheinlich vom Fernsehen weggedrängt wird und du stehst aber mit deiner Kamera auf der anderen Seite. Gab es da irgendwelche konfrontativen Auseinandersetzungen? Gab es da irgendwelche Probleme oder hat man dich immer machen lassen, weil du anders aussiehst mit deinem Team? Nee, das war wurden auch geschubst und angeschrien. Aber ich dachte mir dann immer, wenn ich da jetzt hier mit einer Kamera bin, dann muss ich das halt... Das halte ich aus. Es ist nicht im Film drin, dass geschubst und angeschrien werden. Das war auch nicht die ganze Zeit da. Also doch, es ist ja im Film drin, wo wir stehen ja mitten in dieser Pegida-Demonstration und die schreien ja wegen uns Lügenpresse. Also wir stehen ja da und gucken die an und die laufen auf uns zu. Und das ist ja das habe ich auch deshalb eigentlich reingenommen, weil das ist ja eine sehr direkte Reaktion. Bei dem Marsch. Ich habe immer versucht, wenn die Leute angefangen haben, ich bin immer auf die zu und habe sie gefragt, ob ich erklären soll, was wir machen. Und ja, also war schon manchmal ein bisschen mich aggressiv, aber ich wäre dann auch, also wenn ich gemerkt hätte, es kippt total, dann wäre ich gegangen. Aber klar, also wir wurden auch so behandelt. Ja. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie weit interagierst du mit den Leuten, bevor du sie aufnimmst? Also wie viel erklärst du? Drehgenehmigung ist auch so ein Punkt. Wie weit ist es Guerilla-Filming und wie weit ist das ganz abgezirkelt und sogar vielleicht abgesperrt? Ich habe eigentlich alles, was man sieht, zum Beispiel bei diesen Küchentischgesprächen oder so, da war es schon, da hingen dann Plakate draußen dran, hier wird gefilmt und dann haben wir auch, bevor es losging, nochmal gesagt, was es ist. Ich habe mich vorgestellt und dann war klar, wer sich an diesen Tisch setzt, wird gefilmt. Also das habe ich dann schon immer erklärt. Also eigentlich sind alle Leute, die im Film auch zu sehen sind, wurden gefragt. Aber jetzt natürlich bei der Pegida-Demonstration nicht. Also da konnte ich natürlich die Leute nicht fragen. Es war ja eine öffentliche Veranstaltung. Ja. Und auch bei dem SPD-Parteibüro in Meißen beispielsweise, da hast du vorher gefragt. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, heute ist ein guter Tag, da werden folgende Dinge verhandelt. Oder konntest du dir dann aussuchen? Da war ich mit der Susan Rüttrich, das ist die Bundestagsabgeordnete von dem Bezirk. Mit der hatte ich vorher schon gedreht. Und die hat dann gesagt, wir können doch dahin mitkommen zu diesem Kreisparteitag. Da hat die das vorher sozusagen da allen gesagt. Und dann gab es ein Rundschreiben und so, dass wir da drehen. Das war dann in Ordnung, ja. Wie groß war denn das Material, aus dem du hinterher dann auswählen konntest? Also gab es noch viele andere Orte und gab es beispielsweise auch Orte außerhalb von dem geografischen Bereich, der im Film zu sehen ist, also was weiß ich, Bayern oder ganz in Norddeutschland, oder war das tatsächlich so ein bisschen zentriert? Nee, also wir haben, glaube ich, so 36 oder 37 Drehtage. Also es gab noch sehr viele andere Szenen. Wir haben auch zum Beispiel einmal in Goslar, wir haben in Gelsenkirchen, also wir haben auch in anderen Orten gedreht, auch noch mit anderen Politikern. Das ist dann das, was im Schnitt übrig geblieben ist. Also das war wirklich, auch ganz viele andere Sachen waren noch im Schnitt drin. Die sind dann einfach rausgeflogen sozusagen, ja. Und die
diese Klammer, die der Film ja hat, also über den Bundestag, über den Ort, wo, wo Politik gemacht und gelenkt wird. Es endet, es fängt an mit realer Politik sozusagen, mit der Beobachtung von Politik und endet bei der Kunst. Ist das der Weg? Ich fand diese Kunstführung, hat mich von Anfang an fasziniert, weil ja alle Kunstwerke im Reichstag mit deutscher Geschichte, Demokratie zu tun haben. Und deswegen wollte ich da immer, ich wollte auch mehr darüber wissen, weil da eben sich viele Themen auch drin gespiegelt haben, die mich selber interessiert haben. Und ich fand es einfach nochmal wie, also ich finde, ich komme immer am Ende dann zu einem grundsätzlicheren Gedanken zurück über die Kunst. Und weil mich dieses Beuys, diese Skulptur auch sehr beschäftigt hat, finde ich, komme ich dann wieder zu einem Gedanken, der auch vielleicht nicht alles eint, aber der so unter allem drunter liegt. Deswegen war mir das wichtig, dass es am Ende nochmal vorkommt. Und auch um zurückzukehren sozusagen an den Ort, ja, von dem du irgendwie mal aufgebrochen bist. Ja, aber wir sind am Anfang nicht im Reichstag. Also das ist in Dresden. Also aber die ganz erste Szene. Ja, ja, ja. Und dieser schwarze Politiker, war das ein Recherchegegenstand sozusagen? Hast du gesagt, ich brauche jemanden, der Politik macht, der anders aussieht, der anders ist, der irgendwie, also es heißt, glaube ich, im Film, er ist doppelt belastet, ja, und er sagt, ich bin gar nicht belastet. War das jemand, den du gesucht hast, oder war das ein Zufall? Also ehrlich gesagt war es so, dass ich meinen vorigen Film, habe ich ganz viel in Halle gedreht und war da auch sehr gerne. Deswegen habe ich geschaut, wer ist in Halle Bundestagsabgeordneter, und das ist er. Und dann ist mir noch aufgefallen, als ich ein bisschen was zu ihm recherchiert habe, dass er halt, er ist unheimlich viel in Medien, was überhaupt nicht normal ist für einen Bundestagsabgeordneten. Und dass er unheimlich viel damit zu tun hat, sich und seine Politik darzustellen. Also dass er viel mit der Presse zu tun hat. Und deswegen habe ich ihn genommen. Also das war eigentlich der Hintergrund, weil ich gerade diese Begegnung suchen wollte. Und das war bei ihm einfach mehr als bei anderen. Und ist es deshalb mehr als bei anderen, weil er schwarz ist? Ja. Das heißt, das ist sozusagen positive Diskriminierung? Also ich würde sagen, er geht damit sehr gut um. Also er hat da so sehr gut sein, er nutzt es auch, weil natürlich kann er dadurch auch seine Themen besser, also das ist ja Öffentlichkeit für ihn, die andere nicht haben. Allerdings finde ich, also ich fand schon oft, dass es ganz schön, also es geht immer wieder um Themen, die vielleicht für ihn gar nicht so zentral sind, aber die halt für die Presse interessant sind. Ja, also damit muss er sich auf jeden Fall auseinandersetzen, immer wieder. Wie hast du dich am Ende der Dreharbeiten gefühlt, angesichts der, zumindest im Film, ich denke, dass es repräsentativ ist, doch sehr starken rechtspopulistischen Entwicklung? Hilflos oder ernüchtert oder wie? Also ich, also ein Hintergrund war vielleicht auch, dass als ich meinen vorigen Film gedreht habe, habe ich auch schon, was mich eigentlich mehr zum Beispiel schockiert hat, war zum Beispiel dieser Kreisparteitag in Meißen. Ja, das ist wirklich eigentlich eine Zelle von Demokratie, und da sitzen halt 20 Leute und die meisten sind über 60, und das ist eher so was, was ich ein bisschen schockierend fand, dass so dieses, was passiert dann eigentlich, wenn die das alle nicht mehr machen zum Beispiel? Also so, wo findet Politik eigentlich statt und wer übernimmt die Politik eigentlich, wenn das die Leute in den Kreisverbänden nicht mehr machen oder und weniger, weniger schockierend war die Tendenz, dass man eine wahre Aussage sozusagen streicht, weil sie nicht gut ankommt beim Wähler? Ja, das ist natürlich sehr bedenklich. Also, und wenn es ein Zeichen ist für etwas, was geschieht, dann ist das natürlich bedenklich, dass es bei einer SPD-Kreisparteitagssitzung passiert. Allerdings würde ich es auch nicht, ja. Also, aber angesichts Frauke Petri und Pegida und AfD, da gab es nicht irgendwie so ein Gefühl, wo du gedacht hast, meine Güte, ja, natürlich. Was passiert hier? Also das war ständig, also sonst hätte ich ja wahrscheinlich den Film auch nicht gemacht. Also den Zustand von Demokratie und wer ist am Werke und wer hat vielleicht gerade, also allein die AfD, was die AfD, wenn einer mal was gesagt für einen Presserummel ausgelöst hat, das fand ich sehr war mir vorher nicht klar. Also da gab es sehr viele Sachen, die ich sehr bedenklich fand. Also auf allen Seiten natürlich. Also gerade weil vieles wusste ich, aber natürlich ist es ein tieferer Einblick, wenn ich die Möglichkeit habe, an so viele Orte zu gehen. Das ist, was der Kunstführer am Ende sagt. Wenn der Motor muckert, sagt er, dann schmeißt man dann nicht das ganze Auto weg. Mhm. War das ein Reflex auf das Erstarken der Rechten? Na, also drückt es ja sehr schön aus. Er sagt ja, dass vielleicht ein Wiederbesinnen auf etwas, was man vielleicht hat und pflegen muss,
wichtig ist und nicht sagt, jetzt mal alles weg, weil es irgendwie nicht mehr so gut funktioniert. Also ich finde, das ist seine Sicht, aber es ist natürlich ein spannender Gedanke. Also im Film ist das ein Reflex auf das, was rechtspopulär passiert. Aber ist das in seiner Rede auch so gewesen? Oder hatte er das? Er redet ja sehr allgemein und er redet eben auch von Kunst, von Übertragungsfiguren. Wie hat er das da gemeint? Na, er sagt ja ganz klar, gerade in Deutschland mit dieser Geschichte sollte man sich gut überlegen, was man eigentlich an einem System der repräsentativen Demokratie hat, anstatt gleich zu sagen, das ist ja alles Mist. So meinte er es. Vermute ich, also dass sozusagen schon natürlich das Erstarken von extremen Rändern damit gemeint ist. Also dass man sozusagen schon schauen muss auch, wie kann man vielleicht das stärken, was man hat. Ja. Bis hierhin erstmal von meiner Seite. Ich gebe Ihnen jetzt die Möglichkeit, mit Marie Wilke ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise Ihre Fragen zu stellen und zu erfahren, was sie bewegt. Oder auch einfach nur zu sagen, wie Ihnen der Film gefallen hat. Genau, dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Wenn das abschrecken sollte. Trauen Sie sich. Ja, warten Sie kurz, ich gebe es. Dankeschön. Erstmal vielen Dank. Mein Problem war, dass ich sie nicht in den Film gefunden habe. Und ich war ein bisschen verwirrt. Was möchten Sie uns sagen? Geht es Deutschland schlecht, was Demokratie angeht? Geht es Deutschland gut, was Demokratie angeht? Was sind diese alle Diskussionen, die da stattfinden? Wo sind Sie, wo Sie geduldig an den Mann zuhören, dass er bis zum Ende sein Quatsch zu Ende macht, wegen Ausländer und Rente und alles? Teilweise, es ist richtig, dass seine Rente gekürzt ist, aber dass Sie so geduldig waren und dass Sie andere Stimmen überhaupt, ich meine, bestimmt haben Sie auch was anderes in diesem Feld gehört, dass das auch ein bisschen gegensätzlich ist. Aber das sieht man nicht, das hört man nicht. Sie sagen, das ist für Sie jetzt, ich meine jetzt, wo Sie hier sind, sagen, dass das für Sie so erschreckend war. Aber das habe ich nicht in den Film gehört. Und diese ganze Reden und Reden und Reden, und dass sie sich auch irgendwie von der Gesellschaft entfernt haben durch diese ganze Bundestag und diese ganze Sitzungen und nochmal entfernt haben durch diese ganze Schnitte und Filme und alles drum und dran. Ich sehe die Gesellschaft überhaupt nicht. Ich entferne mich die ganze Zeit von ihnen, von der Gesellschaft und von anderen Stimmen, was in dieser Gesellschaft gibt. Und diese Ausländer, was sie auch zeigen, ist ein bisschen wenig für mich. Ich meine, dieser schwarze Mann, das war für mich irgendwie, es ist rübergekommen, dass, ach, hier sind auch Ausländer und wir haben auch Ausländer, die Abgeordnete sind, aber ich fand irgendwie dürftig, dass man sowas auch nach 70 Jahren, dass Ausländer hier sind und arbeiten und agieren, dass man sagt, ja, Deutschland ist sehr demokratisch gegen Ausländer und wir haben auch eine schwarze Abgeordnete. Ich meine, ich hab sie vermisst in dem Film. Wen haben Sie vermisst? Dich hat sie vermisst. Ach so, mich, ja. Also erstmal, er ist kein Ausländer, also er ist deutscher Staatsbürger, ja. Also wenn Sie das so, ich habe mich ja in dem Film konzentriert auf Politiker und Bürger und die Presse. Also ich habe sicher, der Film, also das war mir zum Beispiel auch wichtig, dass der Film nicht sagt, ich zeige jetzt die ganze Gesellschaft und habe den Anspruch, alle Probleme Deutschlands anzusprechen. Das habe ich versucht auch klarzumachen durch diese
Fragmente, die ja sozusagen gar nicht beanspruchen, jetzt eine große Erzählung zu werden. Es sind Ausschnitte, das stimmt, da haben Sie recht. Also es sind einfach Ausschnitte, die ich beobachtet habe in Deutschland, in dieser Zeit. Und die haben für mich was Verbindendes, weil es eigentlich in allen, also die Sachen habe ich gesucht. Es geht fast in allen Ausschnitten geht es entweder um Demokratie oder Rechtspopulismus oder die Arbeit von Politikern. Also mich hat grundsätzlich dieses Gefüge Demokratie interessiert. Aber natürlich bin ich als Filmemacherin bin in diesem Film durch die Auswahl, die Sie gesehen haben. Meine Art ist es nicht, sozusagen noch dazu zu sagen, was ich davon denke. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist auch wirklich so, also sozusagen mich interessiert dieses Beobachten. Ich sehe den Film auch immer wieder neu. Also ich habe mich interessiert, wie soll ich das sagen, es ist schwer zu formulieren. Ich finde es gerade interessant, diese Sachen zu öffnen. Und ich habe zum Beispiel, also ich habe diesen Leuten wirklich zugehört, was sie sagen. Also was sagen sie denn, wenn man sagt, da schreit jemand rum? Dann sagt er ja trotzdem was. Mich haben auch die Gefühle interessiert. Also der ist dann wütend. Ja? Ich teile wahrscheinlich nicht seine Schlüsse aus seiner Wut. Oder vielleicht manchmal doch, vielleicht manchmal nein. Aber ich finde es spannend, dass die Menschen halt diese Gefühle überhaupt erst mal haben. Also zum Beispiel auf diesen Pegida-Demonstrationen fand ich genau das total beeindruckend, dass es eher wie so eine Wutwelle ist und demgegenüber zum Beispiel die Politiker sehr vom Kopf her daran gehen. Wie können wir denn jetzt mal mit den Leuten reden? Das waren für mich zum Beispiel zwei Sachen, die sehr im Kontrast zueinander standen. Das hat mich zum Beispiel interessiert. Aber wenn Sie sagen, der Film zeigt nicht, was jetzt in der Gesellschaft, wie es um die Gesellschaft bestellt ist, dann haben Sie natürlich recht. Das sind Ausschnitte aus einem Jahr. Und die zeigen nicht ein ganzes Bild, sondern nur Ausschnitte. Das stimmt. Ja, ich spreche mit großer Hemmung, möchte aber doch Stellung nehmen. Auch ich finde gut, wie Sie das verteidigen. Bin ich gut zu hören? Ich möchte der Dame, der Vorrednerin energisch widersprechen. Das ist kein Agitationsfilm. Das Gute bei diesem Film fand ich, dass es kein Agitationsfilm weder für die Linke, auch nicht für diese Mitte war, sondern dass er als Dokumentation sozusagen das, was ich jetzt mal Biodeutsche Volksgemeinschaft nenne, die in eine unglaubliche Bewegung gekommen ist, wo es auch ganz konsequent ist, dass der einzige schwarzhäutige Angehörige dieser Staatsbürgerschaft überhaupt nicht darüber sprechen will, dass er kein Bio-Deutscher sozusagen offensichtlich ist, dass da stattdessen gezeigt wird, und dadurch wird durchaus das Ganze des Zustands jener Jahre gezeigt, in einer sehr, sehr ja, hier kann ich mal einen blöden Ausdruck nehmen, objektiven Sicht und Weise, aber indem er mitten reingeht in die Apparate. Er geht rein in eine Bewegung, man muss das Bewegung nennen, diese rechte Wutwelle, ja, Bewegung, die schon im Bundestag sitzt, wie jene Bewegung damals, aber mit anderen Formen, kann man homolog wirklich unwahrscheinlich viel Gleiches finden, aber trotzdem ist es sehr verschieden. Und die Hilflosigkeit der Apparate, der bestehenden Demokratie, demgegenüber wird gezeigt, wird einfach beobachtet, die Redaktionen, das, was Lügenpresse genannt wird, da fand ich am schockierendsten fast, ich gehe ja nicht in solche, ich weiß ja gar nicht, wie es dazugeht in diesen Teams, diese Arbeitsweise, gerade bei der Taz, wo doch offensichtlich von so einer kleinen, ich sag mal Karrieristin, wie sie also überall rumsitzen da, einfach konstruiert wird. Das soll konstruiert werden. Und das wird dann natürlich sehr leicht zu einer Lügenmaschinerie und so weiter dämonisiert. Ja, diese oder die Hilflosigkeit der offiziellen volkserzieherischen sozusagen Demokratieanwärter da auf dem Dach des Bundestags, ja, die einfach tatsächlich diesen Abstraktheitsvorwurf bestätigen. Oder eben der Parteien, der SPD, die sich die einerseits mit Klassenwidersprüchen manifesten zu tun hat und dann nicht auch anders darauf antworten kann, als dass sie die dann gleich wieder wegwischt und in einzelne Schicksale auflöst. Diese ganze Hilflosigkeit der bemühtesten Linken oder Mitte Repräsentanten der bestehenden Demokratie, die wird gezeigt und das ist einfach der beste
Appell an die an das Handeln und genaue Beobachten der Widersprüche und gegen diese Bewegung auch, die man sich überhaupt dokumentarisch vorstellen kann. Soweit erstmal. Eine Frage gab es jetzt nicht, oder? Eine Frage gab es da jetzt nicht, oder? Gut. Reaktion von. Möchtest du was sagen dazu, Marie? Ich überlege gerade. Nee, ich finde, also was ich zum Beispiel vielleicht noch sagen kann, was Sie ja jetzt gerade auch gesagt haben, ich finde schon, also wenn Sie zum Beispiel das ist ja ein Fakt, dass die Nachrichten waren schon, werden es immer sein, die sind konstruiert von Menschen. Also das heißt, ich habe ja erzählt, dass ich damals beim Fernsehen gearbeitet habe und auch da gab es schon Vorwürfe wie, da wird ja gelogen, das ist ja von oben gesteuert und ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. Nur diese Tatsache, dass man natürlich niemals ein Objekt, also das alles wird, hier ist es ist ja ein einziges Reden. Also wir müssen ja kommunizieren. Die Medien kommunizieren über Bilder und Texte. Die sind niemals objektiv. Die sind eben teilweise sehr stark ideologisch gefärbt, teilweise vielleicht etwas weniger. Aber da muss man, ich finde es auch immer interessant, wenn man den Film sieht, so geht es mir, auch wenn ich ihn jetzt neu sehe, was habe ich eigentlich gedacht, was Politiker machen und was sehe ich dann? Was erwarte ich eigentlich für eine Realität und wie entspricht die dem? Also ich war auch im Bundestag, ich fand es sehr spannend, dass dann teilweise auch eine Hilflosigkeit zum Beispiel deutlich wird und dass ich dann auch manchmal, wenn ich das jetzt sehe, denke ich, ich will aber keine hilflosen Politiker sehen. Manchmal denke ich dann aber, ja, aber das sind halt Menschen, die sitzen im Bundestag und ist doch, dann wissen sie halt manchmal nicht, was sie machen sollen. So ist es. Ja, und das war mir halt vielleicht, also vielleicht könnte ich sagen, ein Interesse war auch noch dieser Blick in die Redaktion, in den Bundestag, um auch mal so ein bisschen dieses, was ist denn da real, abzugleichen mit dem, was habe ich denn für eine Vorstellung davon, ja, also so, weil das macht der Film ja schon, dass man an diese Orte geht. Ja. Der Film hat in mir auch zum Beispiel etwas ausgelöst, was ich noch aus meinem Publizistikstudium kannte, den Begriff des Third-Person-Effekts. Also ich habe den Film gesehen auf der Berlinale und dachte, ja, ich finde es klasse, weil ich kann damit umgehen, ich kann das einordnen, aber können das andere Zuschauer, die vielleicht nicht denselben Bildungsstand oder so haben? Weil die lassen sich vielleicht eher, wenn es unkommentiert ist, beeinflussen von dem, was am lautesten ist, was am stärksten rüberkommt in diesem Film. Wie würdest du dem gegenüberstehen, weil du ja auch sagtest vorhin, das Publikum nimmst du dadurch vielleicht eben genau ernster und wir sind es einfach nur nicht mehr gewohnt, so einen Film zu sehen und dann selbst uns eine Meinung bilden zu müssen und nicht zu denken, okay, aber was macht's mit den anderen? Also ich als Zuschauerin mag es nicht, belehrt zu werden, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen als Filmemacherin habe ich überhaupt nicht den Anspruch, dass ich glaube, ich weiß jetzt mehr als das Publikum, sondern ich zeige, was ich gesehen, was ich gefunden habe. Und das ist zum Beispiel die Frage. Ich fand zum Beispiel auch während des Films immer die Frage, diese Konstruktion des Wir, die gibt es ja ganz oft. Also das Wir ist immer, da wissen dann immer alle gleich, wer gemeint ist. Und ich meine, so bei der Taz sind es wir, vielleicht noch die Leserschaft und bei den anderen auch. Also es sind alles so kleine Gruppen irgendwie. Bei Pegida ist es auch wieder wir, aber das sind dann auch wieder nur die, die das und das. Und ich meine, das, was er am Ende sagt in der Kunstführung, Demokratie ist halt, wenn alle mitbestimmen, nicht nur die, wo ich denke, dass die das Gleiche denken wie ich. Und ich glaube, das ist auch nochmal so was ganz Grundsätzliches, was vielleicht wichtig ist, weil ich finde sowas zum Beispiel total spannend, an mir selber zu merken, die will ich aber eigentlich nicht dabei haben, sondern nur die das so. Und darum geht es ja, also das ist für mich das, wenn ich sage, das ist mir auch so um sowas Grundsätzliches, Demokratie. Was ist eigentlich Demokratie? Ja, das ist das, wenn auch die was sagen dürfen und auch die mitreden, deren Meinung mir überhaupt nicht gefällt. Also das ist es eben eigentlich. Keine Frage, nur du hast eben gesagt, dass wir es nicht gewohnt sind, solche Filme zu sehen. Also wer ins Kino geht und Dokumentarfilme sieht, ist es eigentlich gewohnt, durchaus solche Filme zu sehen. Eher nicht die Fernseh-Zuquatsch-Sachen. Also mir hat der Film sehr gut gefallen
Und was mich daran beeindruckt hat, also er hat mich einerseits an bestimmte Filme von Farocki erinnert, zum Beispiel wo so Managerschulungen gezeigt wird oder so etwas, andererseits auch an die Filme von Sergei Losnitzer. Und es gibt einen Film Maidan, wo mitten in der Konterrevolution filmt er. Und es ist aber gleichzeitig eine historische Distanz eingebaut. Es ist schon wie mit dem Blick von in 20 Jahren auf heute. Und so kam mir Ihr Film auch vor. Das wird mal in 20 Jahren, man soll keine Prognosen machen, aber ich glaube, das wird mal in 20 Jahren ein erstrangiges künstlerisches Dokument über die politische Situation in Deutschland heute sein. Danke. Also was ich dazu nur sagen kann, ist, dass was ich bewusst versucht habe während des Drehens und auch während des Schnitts, wie soll ich das sagen? Also ich habe versucht, mich vom Tagesaktuellen fernzuhalten. Also das klingt jetzt so komisch, mich hat ganz oft sind Dinge passiert, wo ich wusste, die sind in 2 Jahren, oder teilweise sind ja gerade im Bundestag und in der Presse sind Sachen sehr schnell. Also die sind sozusagen ganz wichtig und dann sind sie ganz vorbei. Und ich wollte immer, weil ich ja gesagt habe, mich hat eher das Grundsätzliche eben der Demokratie interessiert, habe ich auch immer eher versucht, diesen weiteren Blick, also fast ein bisschen, also wie würde ich denn da drauf gucken, wenn ich aus einer Distanz von 10 Jahren da drauf schaue und das ist vielleicht vorbei zum Beispiel. Also ich habe immer eher versucht, das ist vielleicht eine Distanzierung, die habe ich auf jeden Fall eingenommen, sodass eben vielleicht der Film in 10 Jahren noch was erzählt. Ja. Also was ich ganz spannend fand an dem Film war, Sie haben das vorhin schon gesagt, mit dieser Hilflosigkeit, die fand ich, die kam extrem rüber in sehr vielen verschiedenen Fragmenten. Und in meinem Alltag, in meinem Berufsalltag habe ich auch mit vielen Menschen zu tun und da habe ich Ähnlichkeiten einfach entdeckt. Ich habe entdeckt, dass selbst Leute in einem Bundestag nicht in der Lage sind, auch Äußerungen aufzunehmen und wirklich was damit zu machen. Manchmal hat das so hölzern geklungen oder so. Eigentlich bin ich hilflos. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit dir kommunizieren soll, um überhaupt zu erkennen, in welche Richtung könnte es gehen. Und das fand ich so realistisch. So, das erlebt man Tag für Tag. Ja? Also ich bin zum Beispiel im Betriebsrat. Da erlebe ich das immer wieder, Woche für Woche, dass man kämpft und macht und andere sind hilflos und stehen dem gegenüber, können nichts äußern. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und gerade diese schwarzen Teile da drin, das fand ich sehr klasse, wo ich so dachte, manchmal waren die auch zeitlich etwas länger, hatte ich persönlich den Eindruck, wo ich so dachte, da kann ich jetzt noch mal so ein Stück nachfühlen, was das jetzt gerade gewesen ist. Ja? Und ich fand das zum Teil wirklich heftig. Und dieser Mensch, der da über die Rente spricht und so weiter und so fort, da habe ich mich gefragt, wo waren Sie denn da? Haben Sie vorher dem tatsächlich gesagt, ich stehe jetzt hier und nehme Sie auf und Sie sehen mich jetzt gar nicht, machen Sie einfach Ihr Ding. Das fand ich sehr beeindruckend, weil da dachte ich, vielleicht drehen Sie aus irgendeiner Perspektive und der Mensch hat Sie gar nicht gesehen. Also wir haben eine sehr große Kamera, der hat uns gesehen, der aber zum Beispiel, den habe ich nicht vorher gefragt, da haben wir sowieso schon gedreht und er kam rein, hat sich da hingestellt und den habe ich dann danach gefragt. Also es war so die Situation, aber ich habe dann danach, also er hat uns gesehen, also er hat sich quasi vor die Kamera gestellt, also das war klar, nur natürlich habe ich ihn dann danach gefragt, ob wir haben gedreht und wir machen diesen Film und so. Ja, also in dem Fall war es so und bei anderen war es vorher und also so ist es manchmal, ja. Aber was Sie gesagt haben, finde ich spannend, weil ich habe auch länger an der großen Hochschule gearbeitet, die ja auch strukturiert ist mit Senat und so weiter und immer im Bundestag musste ich da auch ganz viel dran denken. Also ich fand dann immer nur spannend, ich habe das auch gesellschaftlich, dass ich bestimmte Bereiche, dass ich auch Journalisten früher, die haben ja den totalen Überblick und können sich komplett objektiv und natürlich nicht. Also natürlich sind es immer Menschen, die ihren Job sehr gut machen, aber natürlich ja eben auch mal auch hilflos sind oder eben, wie gesagt, jetzt gerade bei den Politikern fand ich es ja eher gut. Also zu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie ich mit den Leuten reden soll, also will ich lernen, wie soll ich denn da reagieren? Also es ist ja besser, als so zu tun, dass man alles weiß und ja, also... Genau. Und das, was die Petri gesagt hat, das war
war die Plattitüde. Das war so, da hat man irgendwann abgeschaltet. Ja. Ja. Und diesen Gegensatz, den finde ich super rausgearbeitet. Es ist auch was Spannendes, also was sich gerade auch in Dokumentarfilmen heute widerspiegelt, wie geht man damit um? Weil es gibt Dokumentarfilme, es wurde letztes Jahr auf dem Docfest Leipzig ein Film gezeigt namens Montags in Dresden. Und der wurde zum Beispiel nicht kommentiert, da wurde einfach die Pegida-Demonstration gezeigt und es gab jetzt auch keine große Stellungnahme durch den Regisseur quasi im Film. Und das führte dann sogar, also ich war nicht dort, aber ich habe es gelesen, zu einer Art Randale im Saal fast. Also dass da Leute, da wird Kopf geschüttelt, aber es gab zumindest Aufruhr. Warst du dort? Ja, okay. Magst du vielleicht sagen, wie das war? Also gerade so im Kontrast, weil ich finde das ganz spannend. Also es ist eine MDR-Produktion gewesen, die sicher dazu auch diente, diese Lügenpresse-Vorwürfe auch zu entkräften, dass man einfach diesen Leuten mal eine Stimme gibt. Das waren sehr sympathische Leute und ich glaube, die Kritik, die hat, also das heißt sehr sympathisch, es waren Leute, denen man versucht hat, näher zu kommen und die man einfach in ihrer Befindlichkeit ernst genommen hat. Und ich glaube, dass das auch der Grund war für ein Ärgernis, was aber meines Erachtens nicht während der Vorführung, sondern danach erst aufgetreten ist, dass man eben gesagt hat, das dürfe man nicht. Aber ich glaube, da sollten wir in der Diskussion durchaus ein bisschen weiter sein. Hm. Bitte? Ja, das ist ja die große Chance des Dokumentarfilms, dass man einfach in solche Welten mal eintaucht und mal versucht zu verstehen, wie solche Leute drauf sind, ja, und was die umtreibt. Ja, hier hilft ja nichts, dass wir uns abschotten und so tun, als sei hier eine Parallelwelt, über die wir gar nichts wissen, sondern die wir nur ablehnen. Deswegen ist es spannend zu beobachten, wie Dokumentarfilmer, glaube ich, ab jetzt damit weiter umgehen, weil das natürlich eben da ist, genau. Ich finde es nur spannend, weil es gibt ja zum Beispiel ein historisches Vorbild, also es ist der Film Stau von Thomas Heise, der ja junge Neonazis 1993 in Halle zeigt, die auch sprechen lässt. Und da gab es damals auch einen Aufruhr der Empörung, dass die überhaupt gezeigt werden und sprechen dürfen und von ganz normal in dem Film gezeigt werden. Und ich glaube, niemand kann denken, dass Thomas Heise in irgendeiner Form rechten Gedankengut nahesteht. Und ich finde diesen Film extrem wichtig. Also ich finde, dass es auch eigentlich einer der ganz wenigen Filme ist, wo man sagen könnte, da könnte was zum Beispiel, was der NSU dann geworden ist, spürbar. Da wird was deutlich, was sonst fast nicht historisch nachzuvollziehen ist. Und ich bin da auch absolut radikal der Meinung, Verbote von, das darf man nicht zeigen und das wollen wir doch gar nicht. Also finde ich sehr schädlich oder finde ich nicht in Ordnung. Ja. Da würde ich gerne noch die Frage unseres Formats eigentlich anschließen. Aus deiner Sicht, was tut sich im deutschen Film? Also gerade wie verfolgst du es? Gibt es noch mehr Filmemacher, die so denken und so arbeiten wie du? Oder ist das, fühlst du dich als solitär oder wie ist es? Ich kann sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, Filme zu machen, die eben nicht vielfältigsten Ansprüchen, zum Beispiel an daran kommerziell zu sein, genügen. Also insofern habe ich ja vorhin auch schon, ich bin da kein Beispiel für irgendwas, sondern das ist eher eine Ausnahme, so einen Film machen zu können, mit vielen Schwierigkeiten und so weiter. Aber wie soll ich sagen, es ist äußerst schwierig, also Filme zu machen, die jetzt eben zum Beispiel, ja, die solche Themen aufgreifen und dann vielleicht eben noch auf eine eher unkonventionelle Bildsprache oder wie auch immer, das ist nicht leicht. Im Wie ist er denn angenommen? Also es gibt einen Kinostart? Noch nicht. Also es gibt einen Verleih, aber ja, okay. Der Kinostart steht noch nicht fest. Ja. Aber er wird irgendwann ins Kino kommen. Ja. Mhm. Und was erwartest du? In welcher Größenordnung? Ganz klein natürlich. Also ich meine, wir haben vorhin auch schon darüber geredet, so ein Film. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn dieser Film um 15.30 Uhr in irgendeinem kleinen Kino läuft, dass dann da die Leute reinrennen. Das müsste man den in einer bestimmten Form ankündigen. Und auch dann gibt es natürlich kein riesiges Publikum, aber ja. Aber er wird im Fernsehen gezeigt werden, weil das Fernsehen beteiligt ist. Mhm. Immerhin. ZDF, oder? ZDF. Wenn es keine Fragen mehr gibt,
sage ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das gemacht hast, dass du uns diesen Einblick gewährt hast. Ganz toller Filmaggregat. Marie Wilke, meine Damen und Herren. Danke. Großen Applaus. Dankeschön. Und Ulrich Sonnenschein für das Gespräch natürlich. Und ich möchte Sie natürlich auch auf die nächste Veranstaltung hinweisen, denn im Mai haben wir eine ganz, ganz tolle weitere Berlinale Veranstaltung, denn wir zeigen In den Gängen, der Film von Thomas Stuber, der zwei Preise auch dort gewonnen hat, der Ökumenischen Jury und der Gilde der Filmtheater. Und Clemens Meyer wird auch hier sein, der Autor, der die Vorlage geschrieben hat und wird vorher aus der Kurzgeschichte, die die Vorlage war, lesen. Dann sehen wir den Film, dann wird diskutiert. 9. Mai, merken Sie sich's vor, ansonsten gucken Sie noch ganz viel auf dem Lichter Filmfest. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.